Konsequenz daraus. Noch unbeweglicher. Was sagst du? Ja. Ich hab's gewusst, ey. Worte zu gestern zum Termin in der Neurologie. Wir waren erst in der Urologie und haben versucht, das alles in einem Tag zu erledigen. Natürlich waren wir ein bisschen zu spät. Und die Ansage, man hätte mich versucht, mehrfach anzurufen, der Termin sollte abgesagt werden. Die Ärztin hätte heute keine Zeit. Zuerst, sie sei nicht da, dann sie hätte keine Zeit, dann sie hat nur kurze Zeit. Und letztendlich haben wir uns doch 10 oder 15 Minuten unterhalten. Was mein Problem ist. Ich habe gesagt, ich möchte dafür sorgen, dass sie ein Magengeschwür bekommt. Dass es so nicht weitergeht, das ist, ja. Und sie drauf, ja, das ist jetzt Pest gegen Cholera, ne? Was ist schlechter, was ist besser? Dann meine Frage, was sie zum MRT sagt. Sie warf einen kurzen Blick in den Computer und erinnerte sich dann, dass sie mit dem Radiologen sogar telefoniert hätte, beziehungsweise dieser sie angerufen hätte, aufgrund des Ergebnisses. Also habe ich es doch richtig gelesen. Es gab wohl eine mittelschwere bis gravierende Diffusionsgewichtung. Ich habe Sebastian gerade so erklärt, als ob zwischen den Schichten Hügel auftauchen, die normalerweise mit Kontrastmittel als Entzündung angezeigt werden oder zu 90% dann entzündliches Gewebe sind. Darauf eben die eingehende Fragerei, ob ich wirklich keine Symptome in Richtung Schub hätte. Ich meinte, nein, das hat immer mit der Temperatur zu tun. Jetzt nachträglich könnte ich mir dafür in den Arsch treten. Oder ist das jetzt wieder Somatisierung? Seit ich an meinem Video sitze hier, wurden die Hände immer schlechter, die Augen wieder immer schlechter. Ja, wie jetzt vorgegangen werden sollte. Ich meinte, ja, ich fahre sowieso dann nur noch in die HNO-Klinik, weil die ganzen ortsansässigen HNO-Ärzte waren für den Arsch. Dann sollen sich gleich die Profis das angucken. Und sie, Haare raufend, ihre blotten Löckchen. Ja, sie kann mir jetzt nur noch anbieten oder mir empfehlen, dass ich mich an eine andere Stelle wende. Darauf ich, ja, ich wusste, dass sie mich loswerden wollen. Ja, Graz, da gibt's eine neue Ärztin und die sei super lieb. Sie fing gleich an, Werbung für sie zu machen. Da dachte ich, okay. Sie würde mit der Ärztin telefonieren, versuchen, meinen Fall zu schildern. Und auch in der HNO, ich bin gespannt. Sie meinte, das mit dem Befund kann jetzt noch 1-2 Wochen dauern. Ich verdrehte innerlich die Augen und meinte, ja, mal schauen, ob es überhaupt und jemals einen Befund geben wird. Es war auch die Rede von Cortisongabe und dann eben, ja, wo rein? Ob es nicht andere Medikamente gäbe, sie fing an aufzuzählen. Das macht das, Ocrevus ist wie Skilenia. Das Einzige, was es für mich gäbe, wäre Tysabri und ich drauf, ja, Tysabri war cool. Und schneller als ich geantwortet hatte, kam ein kategorisches Nein, weil ich ja diesen JVC-Virus habe, der dann durch Tysabri definitiv eine Hirnentzündung auslösen würde. Wovor ich mehr Angst hätte? Vor dem Zustand oder vor Schüben?
Ich meinte, ich glaube, es sind Schübe. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich bin unbehandelbar. Dann wollte sie Blut abnehmen für die HNO, für die Ärztin in Graz, dass schon ein Blutbild da ist, ein neues. Na, die hatte ihre Freude. Man kann ja nicht mal mit mir meine Arterien anstechen. Dann wurde es links versucht. Sinnlos. Zurück nach rechts. Und das wurde alles immer so mühevoll abgeschnürt, weil ich Pflaster kann ich ja nicht. Nachdem ich ihr die Stempel vom letzten Mal gezeigt hatte. Wie, die sind vom letzten Mal? Das sind ja schon 3 Monate her. Also, okay, 3 Monate sind das. Gut. Also ich würde sagen, kein Pflaster bitte. Meine Hände wurden immer mehr gelähmt und die Augen wurden auch zusehends schlechter. Ich sah immer mehr verschwommen. Es wurde die Brille geputzt. Hoffentlich hat mich das geheilt. Und ich ärgere mich, dass ich das vergessen habe mit dem Umknicken, weil das meiner Meinung nach nicht mit der Temperatur zusammenhängt. Ich bin unbehandelbar. Ich bin aus der Sebastian meinte gestern Abend, es sei draußen zu still geworden. Ich traute dem Braten nicht, wartete auf Mitternacht, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr. Kein Hahn war zu hören. Und dann ist er vorbeigefahren am Garten von unserer Nachbarin und hat gesehen, es sind nur noch Hühner da. Und selbst die schienen stark reduziert zu sein. Dann die Frage, muss ich mich jetzt schlecht und schuldig fühlen? Also, wenn ich schon genug Probleme hätte. Ich würde den Boden küssen, wenn ich einfach nur eine Sinusitis hätte, im Sinne von laufender, triefender Nase. Vielleicht Kopfschmerzen würde ich auch noch hinnehmen. Aber dieses Fieber. Ich kann nicht essen. So versetzt mich der Satz die Frage, was wollen wir essen, total in Panik, weil mir nichts gar nichts mehr schmeckt. Ich würde am liebsten aufhören zu essen. Fitnessflix. Ich kann die nicht in Daumen, Zeigefinger. Ich kann sie nicht nehmen. Ich kann sie nicht in die Hand nehmen. Ich kann sie nicht hochheben, zum Mund füllen. Und dabei nur 37,5. Oder war der Ausflug gestern schon wieder zu viel? War es zu kalt? 10 Grad waren zu kalt. Jetzt gab es gleich 2 Praxitäten. Ich will mich nicht mehr spüren. Ich will diesen Körper nicht mehr. Nachdem ich heute wieder bis 12 Uhr geschlafen habe. Ich habe ja kein Leben mehr. Nein, nicht mal ein halbes Leben. Ich habe... Nachdem ich die Nacht über schreiend und weinend verbracht habe, er mich nicht hörte hinten im Kinderzimmer, wo er jetzt seit kurzem wegen seinem Geschnarche schlafen muss, wird eine neue Alexa bestellt. Der Neurologe gestern fragte, ob die in der Klinik überhaupt wissen, was für ein Spezialfall ich bin, dass ich der Worst Case sei. Also ich hatte sehr viel Zeit heute Nacht, um über Verbesserungen nachzudenken. In meiner Schlafzimmerdose nur Nahrungsergänzungsmittel, da Schmerzmittel aktuell in Österreich und glaube überall in Europa Lieferengpässen unterlegen, aber auch keine Psychopharmaka, außer Praxiten. Damit habe ich mich vollgestopft und mit anderen Tabletten, von denen ich hoffte, es sei Seraktil. Und so hatte ich viel Zeit zu recherchieren und befragte wieder einmal Dr. Google,
was ja der neuerdings gängigen Meinung, dass Cortison einen Schub lediglich verkürze und nicht verbessere, hielte. Er wusste zu berichten, dass das wohl angeblich stimme, aber lustigerweise auch, wenn die Symptome dann bleiben und sich nach Wochen nicht zurückbilden, bis zu einem Jahr latent vorhanden seien, sprechen Ärzte von einem sekundär progredierenden Verlauf. Die tun gerade so, als würde ein normaler, schubförmiger Verlauf völlig ohne Behinderungen ablaufen. Und hatte ich dann nachträglich nicht immer und immer wieder in folgenden MRTs bewiesen, dass da nagelneue Läsionen waren, die meine Symptomatik wunderbar erklärten? Des Weiteren war da zu lesen, ob man Cortison gibt oder es aussetzen soll, hängt vom persönlichen Leidensdruck ab. Was habe ich gelitten heute Nacht, als ich verzweifelt versuchte, mich ein wenig von einem wunden Punkt an der linken Arschbacke runterzudrehen? Aber ich konnte mich nicht einmal abdecken vor lauter Kissen und Decken, von denen ich nichts zu fassen bekam, weil ich nicht mehr greifen kann. Und dann seit Tagen meiner Meinung nach ebenfalls auf ein Schubgeschehen zurückführendes Phänomen, dass die Blase krampft und so tut, als müsse ich mich anpinkeln. Nachts dann sogar ein bisschen ausgespuckt hat. Das kam bei so einigen Schüben immer wieder vor und hatte mit Harnwegsinfektion nichts zu tun. Aber ich wurde noch schlauer, weil mich Sebastian dann teilweise schon als kapriziert bezeichnete, weil mir partout nichts mehr schmeckt oder nur ganz kurz schmeckt oder von mir gemochtes schnellstmöglich zu dem Gehassten eingeteilt wurde. Dass grundsätzlich alles von mir mit dem Prädikat ekelhaft ausgezeichnet wird, dass mir von allem schlecht wird. Dr. Google wusste auch dahingehend Rat. Die Mundtrockenheit, definitiv ein Produkt vom Venlafaxin, also ich habe den Namen vergessen, Effektin. Aber des Weiteren noch, dass veränderte Geschmackswahrnehmung, verminderter Speichelfluss, trockener Mund, zudem meine ich, Achtung, die nächste liebevolle Kurzbeschreibung, meine Happy Hippo Tabletten, noch dafür sorgten, dass der Appetit auf Null geschraubt würde. Das läge daran, dass die meisten Medikamente Acetylcholine enthielten, die dafür sorgten, dass die Transmitter für Muskelbewegung, Muskelkontraktion, vor allem unwillkürliche, hemme. Darum ist es in vielen MS-Medikamenten enthalten. Definitiv im Leorosal, Baclofen, meinem Standardkrampflöser seit über 24 Jahren. Sicherlich auch in den Inkontinenztabletten. Ich nenne sie liebevoll Pipi-Tabletten. Und so weiter und so fort. Also kann ich nichts dafür, dass mir nichts mehr schmeckt, seit kurzem alles bitter schmeckt und sei es noch so süß? Nur noch zur Verwunderung aller oder kollektivem Stirnrunzeln. Heute wohl alles besser gemacht. Für mich einfacher gemacht. Noch mehr Teile meines Lebens mit Schnürchen verbunden. Fischte ich 3 Geber Kalm aus meiner Überdose. Natürlich, ich kann meine Hände ja nicht benutzen, fiel einiges zu Boden. Sebastian beobachtete das Schauspiel und ich machte kein Geheimnis daraus, was sich da in dieser Dose befände. Das ist dein gutes Recht, Sebastian, völlig tolerant. Und ich, um ihn zu beruhigen. Ich brauche das einfach als Versicherung, sollte dir irgendetwas zustoßen. Damit er nicht latent Angst haben muss, ich könne mir jederzeit was antun. Und so hat er mir die Überdose behindertenfreundlich umgestaltet. Damit ich sie im schlimmsten Fall, davon ausgehend, dass es mir dann noch viel schlechter geht, nicht alles rauspurzeln lasse oder um sie überhaupt aufzubekommen. Diesbezüglich eine uralte Rasierklingendose gewählt, am Deckel und am Boden lauter Blutflecken von den Rasierklingen. Aber die lässt sich wenigstens öffnen. Nun versehen mit einer Schnur, um sie besser zu fassen zu bekommen und Panzertape, am Ende zusammengeklebt als Lasche zum Öffnen. Dann meinte er, die Dose an der neuen Schleife hochziehend, die könne ich mir jetzt um den Hals hängen. Wobei ich mir dachte, dass das sogar ganz praktisch wäre, weil ich sie immer dabei hätte. Man weiß ja nie, was passiert. Ja.
Mau, Siri, bitte. Mau, ciao, bella. Fahr vorsichtig. Okay, okay. Ich und ohne Internet, du kannst mich töten. Jetzt muss ich die Kamera wieder achten. Und gerade eben am Tisch nebenan. Oh, das Gesicht kenne ich irgendwo. Okay. Das Gesicht kenne ich irgendwo. Zieh die Maske runter. Ja. Du fährst immer da mit dem Rollstuhl rum. Du kommst aus Hendorf. Ja, genau. Und sie, ich komme aus Königsdorf. Ja, gleich einen Witz losgelassen. Ah, die große Polaken. Oder wie die Königsdorfer und Zendorfer nennen, die Kürbispolen. Die Kürbispolen. Das andere, das Wasserpolen, keine Ahnung. Naja, ich bin mal guter Dinge. Wie ist mit Kreizel machen? Geht das mit der Hand? Das geht schon, das geht. Also Diät haben wir gesagt beim Essen, irgendwas zum Einhalten. Dann haben sie da Frühstück einfach eins aussuchen. Also ich habe eine Spezialdiät für Sodbrennen und Reflux. Na gut, für die Diät, das ist denn genau. Das wäre. Ja? Da sage ich dann nicht nein, wenn es es gäbe. Ah, Reflux ist also kritisch, gell? Mhm. Und da sagt noch einer, ich bin hier ein aufgeschwemmtes Stück Scheiße. Also heute war ein Anästhesist bei mir, der Schmerzologe. Und als ich schon so vorgebaut habe, was ich alles nicht vertrage und was ich eigentlich mag und was ich alles nicht einnehmen werde, meinte er, ich würde mich komplett blockieren, ich muss doch offen sein. Dachte ich, okay, tut mir leid, wenn der Eindruck entsteht. Und dann, ja, ich bin sehr auf mich selbst bezogen. Okay, danke. Das habe ich wieder gebraucht. Nun ja, er hat mir diverse Mittel vorgeschlagen. Ein neues Cannabinoid, ein 100% synthetisches. Und jetzt gleich um 8 soll ich es zum ersten Mal bekommen. Na, mal schauen, ob es das Wundermittel wird. So. Wir essen heute in der Nacht. Ich hoffe, ich kann schlafen. Ja, und sonst weil jede Menge Vital bei mir nämlich genau das Gegenteil aus. Das macht mich ziemlich unruhig. Ja, sie münz ja. Okay. Ja. Danke. Ah, wegen Logan. Oder ja. Sie liegen 3 wie umkackelt. Taugt einer das? Sod möchte es so. Sie, das Sod ist mein Sodbrennen. Und die was? Was? Das Sodbrennen. Reflux-Ösophagitis. Ja, das weiß ich schon. Drum sitzen Sie. Und deswegen, aber gerade das, so wie Sie liegen, das macht genau das, was genau da so abgehoben sind. Ja, aber flach liegen. Nein, flach nicht. Nur sie müssen ein bisschen weiter auf, weil so ist genau der Bauch. Ja, aber. So unter Druck auf. Man hat mich vorher raufgeschoben und dann bin ich wieder. Also wenn ihr mich. Oben noch, wenn ihr mich noch höher ziehen könnt, wäre das super. Ja, dann tun sie dann einfach ein bisschen Zug, wir machen das zu zweit. Also wie ist es jetzt? Kann ich miss? Kann ich miss. So. Das ist die neue Wunderdroge. Ja, du das jetzt einmal einnehmen, nicht, dass man es verlieren. Nö, ich muss so ganz kurz mein scheiß Doppelkinn in die Kamera halten. Und dann. So, ach, auf ein Wunder. Ja, ich drehe Dokumentation wirklich über mein Leben und das. Ja, okay. Danke. Oh, ich habe Schokolade im Mundwinkel. Darf ich Ihnen vielleicht den blauen Becher aufmachen? Ja, wird schon wieder werden. Und der Boot da drauf. In Bad sind Cookie Dents. Ein Kaps, ein Tabletten Cookie Dents und Boot, ja? Ja. Ist eigentlich oder los ich das drauf? Na, es wäre super, wenn ich vielleicht noch Zähne putzen könnte hier im Bett. Ja? Das wäre toll. Danke. Es läuft immer noch. Danke. So, für mich wäre jetzt extra
Klebezettel abmontiert vom Krankenhaus. Es wird wohl kaum einen auffallen. Jetzt werden sie sogar der Klebstoff weggeputzt. Meine Güte. Die Kameraassistentin. Ich hoffe, sie schenkt mir ihre Rückenansicht Persönlichkeitsrechte. Ja, mehr kriegst du nicht. Ich habe von der Tablette gestern nichts gespürt. War dann Gott sei Dank. Und nun ja, heute gibt es die zweite und bin gespannt, ob ich dann am dritten Tag schon morgens und abends welche kriege. Und ob sich da was tut. Das wäre uns nicht. Ich sehe echt schrecklich aus. Voll verpickelt, wovon denn bitte? Ach ja, und ich bin zu fett für meine indischen Puffpuffhosen. Das macht mich sehr gut. Es ist rumgebohrt. Jetzt nehme ich die Tabletten seit 3 Tagen, 4 Tagen. Nichts. Aber die Spastik in der rechten Hand ist eine schlimme. Das ist nicht genau, das ist nicht so. Und dabei zu denken, dass man das jetzt nicht behandelt und es etwas länger dauert, dann dauert es ein paar Wochen, Monate. Ich sehe schon die nächste Katastrophe auf mich hereinbrechen mit dem Mist. Aber die Ärzte wissen es ja besser. Blick aus der Ergotherapie Stolzalpe. Wow, ein Zugtext. Es ist jetzt sehr klein natürlich. Das ist zu Hause ein bisschen groß, kein Sorge. Okay, das kann man dann. Das ist dann das Display. Ja, okay. Jetzt kommt die Frage, darf ich Ihre Stimme benutzen? Stopp. Ich spüre noch nichts von dem Medikament. Heute ist die Neuropathie sogar im Unterschenkel wieder vorhanden. Insofern wurde jetzt beschlossen, es wird gesteigert, da gibt es doch morgens und abends eine Dosis. Ich habe nur eine sehr, sehr, sehr schlimme Befürchtung, weil ich mich überhaupt nicht mehr in Zaum bringen könnte vorher, naschtechnisch, dass das zu Heißhunger führt und ich anfange zu fressen und noch fetter werde. No! Das war der empörte Schrei meiner Zimmerkollegin. Möchtest du mit in meinen Film? Nein, ich brauche nicht filmen. Das klappt jetzt nicht. So, jetzt hat das Krankenhaus hier seinen eigenen Ubikult anfertigen lassen. Und gerade eben hat man mir schon wieder Augmentin serviert. Es sei erwähnt, dass meine Magenbeschwerden jetzt nach Absetzen der ganzen Protonenpumpen hemme. Wieder normal ist, ich kein Gemecker und jetzt eben noch die Antibiotika drauf. Ich freue mich. Ach ja. Heute mal ganz kalt angezogen und dann am Schluss immer wieder, kannst du bei den Minusgraden, minus 14 mit zum Kleid fahren. Zur Physiotherapie konnte ich zum ersten Mal seit 2-3 Monaten wieder gehen. Wieder gehen, naja, ziemlich beschissen. Man denkt sich, ne, das passt nicht zu einem sekundären Verlauf, oder? So, heute Abschlussgespräch. Ja, ob es mir denn geholfen hätte? Ja, leider nicht. Wie es weitergehen soll? Ich kann mir denken, dass ich diese Cannabinoide definitiv nicht noch weiter ausreize, weil mein Hirn ist jetzt schon so dermaßen lahmgelegt. Die Vergesslichkeit ist noch viel schlimmer. Ich bin in einem Dauer-Traum-Wach-Zustand, in so einem verdammten Übergang eigentlich, als würde ich die ganze Zeit dissoziieren. Ja, und das habe ich heute auch schon ein paar Mal und dann war ich für die nächsten 3 Stunden. Fern jeglichen Bodenkontakt. Tja,
Also eigentlich war das ein Arsch. Es tut mir leid. Ja, natürlich. Ist das das Detlef? Ja, das kennt sie schon. Oh mein Gott. Ist das Semi kaputt hier? Nein, das ist das erste Mal. Oh Gott, das ist. Nee, es ist ganz elegant runtergerutscht. Danke vielmals. Ja, ich bin dritter Gott. Mein Gott. Jetzt. Das Wichtigste. Der hat jetzt ein Krankenhauskeim bekommen. Wir sind trotzdem. Okay. Oh, toll. Was ist jetzt? Thank you.
Elefanten meinte ich eigentlich nicht, aber. Da muss auch irgendwas dran sein, eine Brombeere. Was hast du hier? Deinen Topf, ja, das lange. Ich habe heute die neuen Cannabinoide gegen die Schmerzen abgesetzt und hoffe, es verbessert sich mein Gedankenleistungsapparat. Das ergibt jetzt keinen Sinn. Also, dass meine gedenkliche Sortierung wieder einigermaßen zu laufen beginnt. Das war schlimm. Mit einem Satz hatte ich einen Aussetzer und also, ja, unterm Strich, schlicht und ergreifend, als wäre ich in einem Dauerdissoziationszustand. Und was ist heute? Die erste Ausfahrt bei 9 Grad, dem Rollstuhl. Und dann, nicht ganz am Ende, ich war noch nicht zu Hause, funktioniert der Rollstuhl wieder nicht. Derselbe Scheiß, Elektronik-Scheiß mit dem Kippen, dass er wieder sagen kann, ich wäre zu stark nach hinten gekippt rumgefahren. Na, wann wird er abgeholt? In 2-3 Wochen. Wann kann ich ihn dann wiedersehen? In 8-9 Wochen. Was ist mit dem anderen Rollstuhl? Ey, so ein Scheiß. Ich weiß plötzlich nicht mehr, wie man die Lautstärke bei der Kamera am Computer justiert. Ich weiß plötzlich nicht mehr, ob heute oder morgen ist. Und dabei dachte ich, es würde besser werden, jetzt noch absetzen vom Bass. Was habe ich abgesetzt? Ich weiß es nicht. Ich hatte um Mittag herum 3 dissoziative Aussetzer im Traum. Und als Sebastian dann um 12 da war, in seinem Beisein noch ein, der mich komplett gefällt hat. Kann ich mich nun darauf ausreden, dass das der Grund ist? Ich werde depressiv, richtig schlimm depressiv. Meine rechte Hand macht gar nichts mehr. In dem Zustand meiner linken. Das Schlimme ist ja, dass ich diese Bewegung nicht mehr ausführen kann, die man zum Greifen dringend benötigt. Und ganz kurz oder auch langfristig der Gedanke, es wird Zeit, mich aus dem Leben zu stehlen. Ich will das nicht mehr. Und zugleich daran denken, was ich Sebastian antue. Oder ist er froh, wenn ich weg bin? Ein riesengroßer Ballast weniger. Ist es nun ein Schub? Haben die ganzen Arschlöcher recht und das braucht nur etwas länger? Mir ist schlecht, mir ist speiübel. Es geht alles kaputt, alles. 42-jährige Patientin im Rollstuhl mit Dauerkatheter. Erstdiagnose Multiple Sklerose mit 17 Jahren. 2020 Suizidversuch mit dem Rollstuhl, dabei Fraktur der ersten LWK. So konkret habe ich es nicht gelesen in den Fellbacher Befunden, aber scheint da ja noch interne Niederschriften zu geben, die das widerspiegeln, was ich vermeintlich halluziniert habe in meinem Morphium. Puh.
Bahn. Rausch. Für wie dumm haltet ihr mich eigentlich? Wer hätte mich nicht umbringen können? Oder das Ganze runter reduzieren auf die Grundthese, dass ich Borderliner bin und nur Aufmerksamkeit haben wollte. Ja, die eine Praxitäne hat mich zum Glück ein wenig eingefangen, runtergefahren und das Hydal den Schmerz zurückpariert. Es ist unerträglich, hier zu sitzen. Akku ist leer. Ich muss aber nur rausfahren. Einfach nur rausfahren. Ich weiß gerade nicht, wohin mit mir. Früher war alles einfacher. Rasierklingenpackung auf und los. Die Erlösung. Handgemacht. Aber jetzt? Panik. Verdammte Scheiße, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich dachte ja erst, das wäre so ein Mini-Entzug von den Cannabinoiden, aber jetzt bin ich gerade mit Herzrasen aufgewacht und dachte, oh, ich bin hier angezogen. Gleich kommt doch die Volkshilfe, weil die Rettung gleich kommt. Ich finde den Kalender nicht. Was ist los mit mir? Mein Gedächtnis ist völlig ausgeschaltet und jetzt habe ich die Kamera nicht gefunden. Verdammte Scheiße, was ist denn? Das entbehrt mittlerweile wirklich jeglicher Komik. Ich fragte Sebastian heute, ob er sich von mir verarscht fühlt. Wenn ich sage, ich weiß nicht, wo und wo das ist und wann und warum, sagt er ein bisschen schon, glaubst du, mach das absichtlich? Ich kann nicht denken. So, toll. Jetzt kann ich nicht mehr rechnen. Ohnehin total belastet, bedrückt. Durch den Gedanken, wie lange habe ich noch? Wie lange hat mein Umfeld noch? Wollte ich gerade ausrechnen. Wie alt meine Mutter wird? Ich kann's nicht. Ich kann nicht rechnen. Das wird immer abgedrehter. Wie viel Dissoziation? Wie oft habe ich gestern dissoziiert? Ich weiß es nicht mehr. 3? Vorgestern? 4, 5, 6, 7 Mal? Was ist denn los? Ich kann nicht mehr. Ja, zeig mal die andere Seite, dass man das zurückgeben muss eigentlich. Kann man so langsam drehen und dann... Wurde extra bestellt. Bei Entlassung zurück ins Med-Depot. Ja. Ein Dieb. Danke. Das war's schon? Ja. Jetzt wird's zum Dauerzustand und ich frage mich noch, ob es eine Dissoziations... Voreinladung ist oder wirklich eine handfeste Panikattacke und jetzt kann ich mir eine Semester heute machen. Cheers. Ich hatte 4 dissoziative Aussetzer im Bett. Der letzte war der heftigste. Und zu meinen, mich seitdem nicht mehr erinnern zu können, ist ein Irrglaube, weil das hätte gestern, hat es gestern besser funktioniert? Ja, hätte besser. Ich habe keine Ahnung, welche Tabletten das sind. Ich müsste gerade fragen, was das hier ist.
mein Blutverdünner. Und da kam raus, dass er mir falsch gibt. Super. War ich im Krankenhaus? Ich weiß es nicht. Wo war ich? Was habe ich da gemacht? Habe ich nur geträumt? Ich habe keine Ahnung. Warst du nicht im Krankenhaus? Was erzählst du denn da? War ich denn nicht im Krankenhaus? Ach, Quatsch, was? Jetzt warst du letztes Jahr im Krankenhaus. Wann war ich denn? Willst du mich verarschen? Du hast da hatte ich 12 Stunden lang mit dem Auto unterwegs gewesen, um dich aus diesem verkackten Krankenhaus abzuholen. Wer ist denn das gewesen? Ach ja, stimmt, das hat ja. Ja, das stimmt. Das genau, hat die Kasse war ja nicht bezahlt, war was mit Geld, ja. Da war ja was. Wo war das? Das war noch Steiermark, ne? Scheiße, ich hab schon wieder vergessen. Frauenalpe. Ja, die. Traueralpe. Frauen. Stolzalpe. Ist eine Frau stolz, das liegt bei mir nahe. Ja, ja. Das ist so ähnlich wie Frauenhysterie. Ich bin aber zu einem Schluss gekommen. Dass du wunderschön bist, ich bestätige das. Nein, ich nehme, wie heißt das jetzt wieder? Das ist nein. Das Hydal 2, das langsame. 2-0. Zwei. Bist du morgens und abends immer ja, mit dem Spiel aufzubauen? Ja, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Gut. Ich nehme jetzt eine abends und dann 2-3 Tage und dann nehme ich keine Zweier mehr. Und ich hoffe, dass dieser Dissoziationszustand dann endlich aufhört. Ja. Weil es ist schlimm. Was ist dir morgens immer reingehauen? Aber Koks bleibt. Naja, Koks bleibt. Ohne Koks bin ich nichts. Hm. Was habe ich gerade gesagt? Ohne Koks bist du. Nein, davor. Also ich will es abbauen. Reduzieren. Das wird lustig zu schneiden mit deinem Gerühre im Hintergrund. Das ist schön. Ja. Also das Zeug kommt weg. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass meine Aussetzer in der rechten Hand sich in irgendeiner Form begleichen lassen. Ich bleib dabei. Ich habe einen Schub und der wird nicht behandelt. Aber wenigstens ist das jetzt richtig. Ja, apropos, und ich habe totale Zahnschmerzen seit Tagen. Und wo, lustigerweise? An dem letzten Eckzahn hier hinten, von dem ich ja nur das ganze letzte Jahr in dem ganzen Zahngezirr moniert hatte, dass er weg muss, er muss weg. Sie hat da Wurzel behandelt und hat das und das und jenes und überhaupt und ganz und gar gemacht. Ich habe gesagt, bitte ziehen Sie ihn. Nein, das ist nicht notwendig. Und jetzt habe ich totale Schmerzen und das fühlt sich so an, als hätte ich auf dem letzten Zahn meiner Prothese Schmerzen. Auf meinem Plastikzahn. Nein, nein, ich rede ja nur. Ich rede ja nur. Ich habe davon nichts eine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich habe nichts. Gar nichts. Und dann kam ein Auto. Ich weiche aus und was macht das Drecksding? Weißt du, da, wo ihre Haselnusssträucher sind, da geht ein bisschen runter. Mhm. Er fährt mal über die Kuppe, fährt mal da runter. Das, oh Gott. Glück, was ist Glück? Ich hab sowas nicht. Aber nicht. Jetzt dachte ich nur, gut, fahre ich mit der alten Mistkrücke, pass extrem auf. Gerade vor einer halben Stunde wäre mir schon fast über eine Kuppe gerutscht. Und jetzt bin ich in den Straßenkram gefallen. Tja, bitte. Ach, das ist doch ein Witz, echt. Ich kann nicht. Weil er kein Profil mehr hat. Und der andere Rollstuhl ist noch nicht mal abgeholt worden. Ach komm, ich halte es nicht mehr aus. Bitte. Bitte sagen, wie du das gemacht hast. Ja, frag diesen scheiß Rollstuhl. Er hat doch gesagt, ich...
Ja, was der Rollspiel. Ich bin gerade gefahren und auf einmal reißt sie nach hinten. Verdammt, geh aus, du Scheißteil. Es tut weh. Was sagst du? Tut weh. Das ist mal noch Frage hier, ne? Letzten Endes. Ja. Ja, ganz cool. Kurz warten. Braucht ihr Hilfe? Ja, wär ja, super. Das wäre super, danke. Hallo, hallo. Dann kommen wir zur Hilfe. Oh, gleich super. Zweimal stark, super. Ja. So, Moment, ich reicht, glaube ich, wenn wir nach hinten ziehen, oder? Ich fahre nicht. Ah, ich schätze. Oh. Prima. Super. Heute mal ohne Rückenbruch. Super. Vielen Dank. Du bist eine Floste. Ganz lieben Dank. Ah, danke schön. Ich fahre jetzt nach Hause und dann bleibst du. Okay. Nichts passiert. Ja, Dankeschön. Zum Glück. Danke euch vielmals. So, jetzt hänge ich hier rüber. Ja, ich muss mal rücken. Ich fahre ja, genau. Fahr jetzt nach Hause. Und dann bleibe ich da. Das Profil kannst du vergessen. Ja, das glaube ich dir. Ah ne, warte, mein Fuß. Ich muss jetzt mal kurz ausfüllen hier. Wer waren die? Was auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne sie nicht. Ich kannte sie auch nicht. So, jetzt sollte es gehen. Kannst du jetzt langsam hinter mir herfahren, bitte? Ich hatte vor, beim Runterfahren schon zu tun. Gut, dann bleibst halt zu Hause. Das ist doch wurscht. Ach, mein Gott. Ich wusste nur nicht, warum fährst du hier lang und nicht unten lang? Ich... Es ist scheißegal. Unten sind auch Gräben. Und wenn ich nicht aufpasse, eine Sekunde, dann bin ich doch eh schon wieder... Ja, oder mitten auf der Straße fahren halt. Ja, und dann kommt ein Auto, so wie vorher, dann will ich ausweichen und dann werde ich vorher... Ja, dann musst du halt so aufhören, bis du geht ja an die Seite. Bei Markt Komposthaufen werde ich... Verdammte Scheiße! Werde ich fast... Schrecklich. Fast reingefahren schon. Das Ding kannst du vergessen. Schau dir das an, das ist doch nicht normal. Das ist ein Freigabe. Ja, komm, setz dich ins Wohnzimmer, Verrektor. Hör doch auf. Das ist doch wahr. Verflucht, du blödes Dreckstell. Scheiße. Ich möchte mal kurz den aktuellen Status festhalten. Nur zum Unterschied. Die linke Hand ist schon seit Jahren so spastisch verkrampft. Und ich kann die Finger so weit biegen. So. Und aktuell die rechte. Kriege es besser ins Licht. So, die bleibt immer abgeknickt. Ich kann die Finger nicht mehr durchstrecken. Was kann, darf ich zu dem Termin heute sagen? Ich hatte es vergessen, Sebastian erinnerte mich vorhin zu Mittag dran, dass die zurückgebliebene junge Neurologin, die nebenbei erwähnt den Borderliner und den ganzen Mist rausgestrichen hat, mir empfohlen hat, dass es in Graz neue junge Neurologinnen gäbe, ob ich mir dort eine Zweitmeinung einholen sollte. Und dieser Termin wurde vom Krankenhaus vereinbart und ich hätte dort laut Brief auch auf eine Ärztin treffen sollen. Genau darauf hatte ich mich vorbereitet. 3 Tage lang habe ich ein Video geschnitten. Und heute war das irgendein älterer Arzt und der ließ gar nichts zu. Ich hatte mir das Gefühl, oh, ich bin hier Durchgangsware. Und das bitte flott. Es ist viel zu viel los.
Also Sie glauben nicht, dass Sie sekundär sind. Dachte ich, na super, das ist schon mal eine Grundlage. Zur Bitte, ob man mich so weit untersuchen könnte, ob ich denn nicht einen Schub habe und hier bleiben dürfe, zwecks eventueller Cortisonstoßtherapie. Wurde mit meinem Lieblingssatz abgewimmelt. Ich hab kein Bett frei. Eine klinisch gesicherte MS hat mit dem MRT-Befund nichts zu tun, hat er gesagt. Also konnte ich mir meinen ganzen Aufbau, diesen Nervenkrieg die letzten 3 Tage völlig sparen. Ja, gehen Sie zu Ihrer Neurologin in Feldbach. Er sah sich das an und meinte, oh, die haben das eh super gemacht. Mhm. Und was ist mit all dem, was ich da geschrieben habe? Ich habe es gerade noch so hinbekommen, die beiden Zettel, die ausgedruckt waren, weil es gab es ja auch in Papierform, ihm anzudrehen. Eigentlich wollte er sie nicht haben. Ich meinte, naja, vielleicht braucht er noch was, dass da noch irgendwelche Fakten drin stünden. Obwohl ich nicht glaube, dass es lesen wird. Danke, das war... Ja, das war ein Tritt in... Ich spüre mich nicht. Ich spüre mich nicht mehr. Ja, hast vergessen. Scheiße, nicht halten. Ach, das wird ja immer besser. Jetzt sind es 38,3. Ist das jetzt die letzte Kassimta? Ich habe mich gefragt, ob ich es aussetzen soll, aber jetzt nehme ich sie doch. Anscheinend schreit mein Körper da, gib mehr, gib mehr. Die letzten Tage immer mehr Temperatur, jetzt gerade habe ich seit 3-4 Tagen 38. Also, vielleicht das letzte Mal. So, wo hast du das? Okay. Yes. Kriege ich Angst um meinen Finger. Nummer 10, yeah! Kriege ich jetzt irgendeinen Trostpreis? Ja, ich habe die Zahn mitgenommen. Ha, 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 erst andenken. Mir ist was aufgefallen, gerade eben. Zuvor, als ich stand, hatte ich wieder so eine Geruchssensation. Der Geruch hat mich an etwas erinnert, mich getriggert und in eine Situation als Kind zurückkatapultiert. Da saß ich auf dem Sofa und habe Nintendo gespielt. Diese ganzen Dissoziationen, diese ganzen Flashbacks und Reisen zurück in meine Kindheit. Und gerade diese spannungsgeladenen Zeiten im Frühling, im frühen Frühling und dann Herbst und Winter. Das hat immer mit irgendwelchen Feiertagen zu tun. Familienfesten, wo die Familie zusammenkommt. Und heute Nacht dann ist mir just wieder eingefallen, diese eine Situation, die haben wir mehrfach in der Therapie durchgeackert, aber es hat sich nichts daraus erschließen lassen. In Pinkerfeld bei Tante und Onkel und scheinbar waren sie mit mir in einem Freibad. Ich brauche meine Mutter nicht zu fragen, die weiß es dann ohnehin nicht. Und so Angst und Panik geschwängert, diese Situation. Ja, es kann sich ja nur noch um Tage handeln, bis ich wieder wegtrete, das erste Mal.
das Klammeraffchen tranken oder von einem Murmeltier so. Ich schätze, danke. Ist das bei Sekundär auch möglich? Nach Jahren? Waren die geladen? Ja. Die auf der Bank waren geladen? Ja. Und die auf dem Tisch? Ja. Was? Waren nicht geladen. Aber ich habe die meisten geladen. Da, das ist das Handy? Mhm. Fetti muss aufstehen. Ja, yeah, ich hab's geschafft. Mach mal häuslich. Ja, woran mag's liegen? Ich habe das Gefühl, mein Schädel ist ein Hochdruckkochtopf, ein Kilomat. Und gleich geht der Deckel hoch an die Decke. Thermometer behauptet aber, es seien nur 37,4. Meine rechte ist völlig spastisch. Mir zum zweiten Liorisal Baclofen eingeworfen. Krampflöser. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Mein Körper ist im absoluten Abbau inbegriffen, jetzt die MS mal völlig ausgeklammert. Und das seit der Thrombose 2020, die mir keiner glauben wollte. Vielleicht war das das Problem. Aber es interessiert auch keinen, es untersucht auch keiner. Es ist scheißegal, jetzt gönne ich mir nur ein Aspro. Jeder Handgriff macht die Spastik noch schlimmer. Die kriege ich nie wieder auf. Nie wieder. Und wie oft soll ich meinen Kopf noch im Waschbecken unter eiskaltes Wasser halten? Nee, ich. Und die Gusche ist ganz trocken und der Mund völlig aufgerissen, weil ich gerne mein Essen zerlege, ganz klein kaue. Was derzeit nicht geht, dann muss ich das unzerkaut runterwürgen, wie so ein Hund. Und das Sodbrennen wird. Ach, schlimmer. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Komm raus, du Arschloch. So. Und wer jetzt glaubt, ich kann die noch... Der ist links sogar besser. Ich kann sie nicht öffnen. Keine Chance. Das Thermometer kann mir erzählen, was ich will. Gefühlt habe ich jetzt 38,6 Grad.
So fühlten sie sich nämlich an, wenn ich diese Temperaturen erreichen konnte. Und so waren dann die Ausfälle. Genial. So mache ich Wasser in mein Glas fürs Aspro. Bescheuert, oder? Bin ich nicht aufgenutzt und werde tatsächlich gerade fetter und fetter und fetter und fetter. Das Material für 54 sprengt schon den Rahmen eines Filmes. Das würde schon für zwei Filme reichen. Ich freue mich echt. Aber mein neuer Computer ist da und er soll eine super High-End-Maschine sein. Ich bin gespannt. Wann oder warum sterbe ich nicht einfach? Mal Lust auf neue Symptome? Bekomme nun wenigstens bestätigt, warum ich mich so dermaßen widerlich und ekelhaft und dreckig und zum Kotzen und zum in die Tonne treten fühle. Ich bin so dermaßen hassenswert, es ist einfach nur noch ekelhaft. Ich bin ein Stück Scheiße. Ein glibberiges, stinkendes Stück Scheiße. Meine riesengroße Wampe, für die man mich schon mehrmals im Krankenhaus gefragt hat, ob ich schwanger sei und man kurz davor war, mir zu gratulieren. Wenn ich wenigstens sagen könnte, oh, ich trinke am Tag mindestens 1, 2, 3 Liter Bier und deswegen habe ich so eine Plauze. Wenn ich wenigstens sagen könnte, oh, Bianca, nasch ein bisschen weniger, dann wird der Bauch kleiner. Oder ist weniger. Nichts, nichts. Ich kann nichts dagegen machen. Gar nichts. Die Ödeme in den Beinen werden immer gravierender, immer schlimmer. Das Wasser im ganzen Körper wird schlimmer und schlimmer. Und diese geile Plauze hat nämlich zur Folge, jetzt kommt was ganz Exotisches, dass mir die Wampe so dermaßen auf meine Blase zu drücken scheint, dass der Katheter teilweise nicht funktioniert. Ich muss dann ernsthaft hier so runtergreifen und meine Wampe nach oben ziehen, damit die Scheißpisse ablaufen kann. Ganz abgesehen davon, dass ich unter der Wampe schon so einen riesengroßen, schönen, breiten, roten Strich, so eine Delle habe, die dann noch schreit, einen Druck gespürt zu werden. Wo wir schon bei Thema Nummer 2 wären. Warum ich so ein feucht-glibberiges, ekelhaftes Stück Kacke bin. Ich konnte ja keine BHs mehr tragen. Ich habe eine Nummer größer, noch eine Nummer größer, noch eine Nummer größer gekauft. Aber mein Torso sprengt alles. Alles. Jetzt habe ich schon BH-Verlängerer. Aber es ging nicht mehr. Es tat nur noch weh. Ganz zu schweigen von den ganzen Druckstellen. Also arrangierte ich mich damit, wie schön es ist, schöne neue Welt, schöne freie Hippie-Welt, ohne BH rumzulaufen, beziehungsweise rumzufahren. Ich laufe ja nicht mehr. Was für ein Freiheitsgefühl. Ja, ja, ja. Wann ist es mir ausgefallen? Gestern? Vorgestern? Total verschwitzt. Und ich dachte, es juckt. Ich habe hier unten drunter in Form meiner blöden Dreckstitten eine rote Druckstelle auf beiden Seiten. Und die fängt an zu stinken. Ist das geil? Ist das der Anfang einer neuen, schönen Dekubitus-Geschichte? Und apropos, Drecksteil da unten. Für was hat man das? Für was hab ich das? Ich will das nicht. Ich will nicht, dass jemand anfasst. Ich will das nicht anfassen. Ich will, dass das Scheißding weg ist. Ich brauche es eh nicht mal
Zum Pinkeln und Scheißen kann ich ohnehin nicht. Also für was brauche ich das Dreiecksteil? Durch diese ganzen Antibiotika letztes Jahr natürlich jedes Mal die Flora und Fauna in meinen Genitalien, in meinem wilden Busch zu meinen Genitalien zerstört. Und jedes Mal gab es keine Szenen, Zäpfchen für die Scheide, dieses Scheißwort. Jedes Mal ein Tageskuren, dann nur noch 3 Tageskuren. Wann hatte ich die letzte? Vor einer halben Woche? Es wirkt nicht mehr. Der Scheißdreck geht nicht weg. Was soll ich machen? Zum Frauenarzt fahren? Ich will aber nicht. Was soll ich mit dem Scheiß da oben? Schön einschmieren. In meinen Augen bin ich eigentlich nichts mehr als ein feuchtes, stinkendes, ekelhaftes Eitergeschwür und sollte ausgemerzt werden. Ich. Ein Tritt nach dem anderen in die Magengrube. Warum wird die Scheißwampe dann nicht kleiner? Nein, sie wird noch größer. Wovon? Welchem Essen? Wovon werde ich dicker, bitte? Nee, da vergeht mir sogar meine sehr, sehr schwarze, sarkastische, ironische Herangehensweise. Ja, es hat mich ein bisschen erschreckt. Ein bisschen. Und es wird Frühling und ich sitze drinnen, ja. Und exportiere jetzt zum 10.000. Mal diesen beschissenen Film, weil Matrix jedes Mal neue Filter anmacht. Für was guckt doch eh kein Schwein? Guckt doch keiner, interessiert keinen. Für was denn dieser ganze Aufwand? Um mich zu beschäftigen. Ich mag nicht mehr. Wieder mal. Wollt ihr mal herzhaft mit mir lachen? Soll ich erwähnen, Sebastian hat das geweissagt? Heute rief die Neuro mehrfach an. Der Termin wurde verschoben, weil die Ärztin nicht da ist. Dasselbe Prozedere wie damals 2020 vor meinem vermeintlichen Selbstmordversuch, meiner Überdosis und meiner Schlitzerei. Ja, eventuell in einer Woche Termin. Ob Sebastian mitkommen kann, weiß man nicht. Er hatte sich extra für morgen freigenommen. Und ich denke, ich brauche Unterstützung, weil ich wieder nur da sitze und blöde Witze reißen werde. Obwohl er meinte, er sitzt dann auch nur wie ein Stockfisch da und sagt nichts zu allen. Nee, keiner versteht den Ernst der Lage, keiner. Nur so nebenbei. Ich weiß, wie dumm ich mit einer Mütze aussehe, aber Kopfschmerzen und Rotz sind dann doch schlimmer als mein Anblick. Meister, gib mir Rosen,
Rosen auf mein weißes Kleid, stech die Blumen in den bloßen, unberührten Mädchenleib. Diese Rosen kosten Blut, so sprach der Meister sanft und gut. Endet wohl dein junges Leben, will dir lieber keine geben. Doch das Mädchen war verlangt, hat auf dir ausgeharrt, bis er nicht mehr widerstand und die Nadel nahm zur Hand. Meister, Meister, gib mir Rosen, Rosen auf mein weißes Kleid. Stech die Blumen in den bloßen, unberührten Mädchenleib. Und aus seinen tiefen Stichen wuchsen Blätter, wuchsen Blüten, wuchsen unbekannte Schmerzen in dem jungen Mädchenherzen. Später hat man sie gesehen, einsam an den Wassern stehen. Niemals hat man je erfahren, welchen Preis der Meister nahm. Meister, Meister,